Gefäßdiagnostik ist das, was uns im Studium und in der Facharztweiterbildung über viele Jahre beschäftigt und sollte letztlich eine Stufendiagnostik sein. Das heißt, wir nähern uns dem Gefäßproblem schrittweise. Zur Gefäßdiagnostik gehört beispielsweise die Anamnese, also Befragung der Patientinnen und Patienten, die körperliche Untersuchung, der Pulsstatus und dann die Gerätediagnostik. Wir machen beispielsweise eine sogenannte Doppler-Verschlussdruckmessung. Wir arbeiten sehr viel mit Ultraschall, aber machen auch eine Schnittbildgebung, zum Beispiel im CT oder MR, die letztlich ergänzt wird durch die invasive, katheterbasierte Diagnostik. Und all das zusammen ist die Gefäßdiagnostik.